Eine Sendung, wo der Trend in der Gastronomie nachgeht, fängt mit dem Koch vom Jahr eigentlich schon gut an. Koh Mio hat diesen Titel am 35-jährigen Nenad Mlinarević verliehen. An einem ganz speziellen Abend haben wir dem Koch in die Pfanne geschaut. Er ist nämlich ausnahmsweise bei seinem ehemaligen Sous-Chef am Herd gestanden. Der Fabian Fuchs hat sich mittlerweile selber seine 15 Koh Mio Punkte erkocht. Eng befreundet sind die beiden aber heute noch. Das Restaurant Ecce Table im Zürcher Kreis 4. Hier wird auf höchstem Niveau gekocht, besonders heute. Am Herd steht nicht nur Küchenchef Fabian Fuchs, sondern auch Nenad Mlinarević. Der kocht eigentlich im Parkhotel Fitznau. Zwei Freunde, zwei Koh Mio Köche. Sie setzen Trends am Herd, auch wenn das gar nicht das Ziel ist. Ich glaube, wir sollen einfach das machen, wo man überzeugt ist und eine Linie fahren, was für einen stimmt. So auf jeden Fall, ich glaube, machen wir es beide. Und nicht so viel schauen, was könnte echt den Leuten außen noch gefallen, sondern seine eigene Philosophie oder sein Denken versuchen, unseren Gästen, die kommen, rüberzubringen. Unabhängig von vermeintlichen Trends stehen beide für Nachhaltigkeit in der Küche. Gekocht wird mit Produkten aus der Region. Im Optimalfall vom Bauernhof direkt in die Pfanne. Die Gründe naheliegend, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben natürlich einfach viel mehr Kontrolle darüber. Mein Bauer, der 5 Minuten weit weg von mir entfernt ist. Und wenn ich am Morgen auf den Hof gehe und das Gemüse selber hole und einfach sehe und weiss, wie er damit schafft und wie sich das Ganze entwickelt, dann ist es ein ganz anderer Bezug und es ist viel zugänglicher, oder? Und man hat einfach Kontrolle darüber. Die Zusammenarbeit der zwei Spitzenköche ist eine Rückkehr zu den gemeinsamen Wurzeln. Fabian Fuchs war lange Zeit Sous-Chef von Nenad Mlinarević. Wer ist heute Abend der Chef? Fabian. Immer noch er. Nein, der Fabian ist der Chef. Nein, also er ist für mich... ich bin nicht nur Sous-Chef von ihm, ich kenne ihn seit meinem ersten Tag in der Lehre. Also er ist von Anfang an, seit ich ihn kenne, eigentlich immer mein Chef sozusagen gewesen. Hey, wir verstehen uns extrem gut, wenn man so ähnlich tickt, so die ähnliche Philosophie hat. Wir machen das mit sehr viel Leidenschaft. Es ist kein Müssen, es ist ein Wollen. Wir wollen ja, gutes Essen machen, feines Essen, wenn Gäste happy machen. Die zwei gemeinsam in der Küche. Das garantiert ein kulinarisches Erlebnis der Extraklasse. Heute zaubern sie ein 6-Gang-Menü Surprise. Zwei absolute Vorreiter von der neuen Regionalküche. Nicht von der Schweizer Küche, sondern von der neuen Regionalküche, weil halt, die Werte, die wir in der Schweiz haben, kulinarische Werte, Biodiversität, die grossartigen Produkte, die wir haben, wirklich so umsetzen, wie man es umsetzen kann, mit grossem Können, riesen Talent und einer riesen Neugier. Nenad Mlinarević und Fabian Fuchs, beide haben das Potenzial für eine ganz große Karriere. Heute stehen sie mit Sous-Chef Julian zusammen zu dritt in der kleinen Küche. Auf ca. 6 Quadratmetern. Von wegen, zu viele Köche verderben den Brei. Nein, wie man sieht, es ist jetzt das erste Mal in dieser Konstellation, aber es ist relativ gut gegangen. Ich glaube, wir sind alle sehr dynamisch und können da noch auseinander vorbeischlängeln. Es war kuschelig heute Abend. Aber es hat super geklappt. Ich glaube, wir haben einen neuen Ecce Table Rekord mit Hauptgängen gehabt. 9:00 alle Hauptgänge draußen. Volles Haus. Nenad Mlinarević und Fabian Fuchs, zwei Namen, die man sich merken sollte. Zumindest, wenn man Freude an gutem Essen hat.